Never skip leg day. Viele Golfer unterschätzen, wie wichtig die Beinarbeit ist, um eine perfekte Hüftdrehung im Golfschwung zu bekommen. Und darüber sprechen wir in diesem Video. Es ist US Masters Wochenende und es freut mich sehr, der Österreicher Bernd Wiesberger ist vorne mit dabei. Auf diesem schwierigen Platz im Augusta National braucht man viele, viele Fähigkeiten. Und damit du auch deine Fähigkeiten verbessern kannst, habe ich mir gedacht, dass wir für das US Masters Wochenende bis am Montag meinen Kurs Pause Golf Essentials um 100 Euro statt 147 Euro anbieten. Du findest unten in der Beschreibung mehr Informationen dazu. Das heutige Video ist ein Ausschnitt von diesem Pause Golf Essentials und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die Beinarbeit im Golfschwung ist etwas sehr, sehr Wesentliches, weil die Beinarbeit bestimmt meine Kippungen im Golfschwung, meine Seitkippungen, wie ich mich bewege. Die ist deswegen wichtig, weil sie quasi die Druckverteilung initiiert. Und wenn ich die Beinarbeit falsch mache, dann werde ich riesengroße Probleme haben, einen effizienten und konstanten Golfschwung zu erlernen. Und deswegen möchte ich jetzt hier ganz klar mit dir durchgehen, was die Beine, die Knie vor allem zu tun haben, damit du lernst, deinen Unterkörper effizient zu benutzen. Wenn du in einem Setup bist, ja, dann ist es sehr, sehr typisch, ja, dass man die Knie ungefähr, ja, sagen wir Hausnummer 20 Grad gebeugt hast, 25, 20 Grad gebeugt. Und das sieht man eigentlich durchaus bei fast allen Tourspielern, da gibt es nicht viel große Unterschiede. Aber dann ist etwas, was viele Profigolfer von Amateurgolfern unterscheidet, und zwar was jetzt die Knie machen. Und ich gehe jetzt beide Knie durch, das rechte Knie, das hintere Knie oder das vordere Knie, das linke, das werden wir auch besprechen und was da hier wesentlich ist, und das ist dann auch die Übung bereits. Du musst verstehen, wenn du wegschwingst, ja, da werden Profigolfer quasi in der Sekunde, wo sie den Schläger wegbewegen, beginnen, das rechte Knie ein wenig zu strecken. Ja, du hast richtig gehört. Das Knie rechts bleibt nicht gebeugt. Ich weiß, es wird sehr, sehr viel erzählt, man soll mit dem rechten Knie gebeugt bleiben. Aber technisch gesehen ist das etwas, was nicht passiert bei guten Golfern. Die meisten Golfer strecken das rechte Knie zumindest ein wenig. Das heißt, wenn du jetzt hier wegschwingst, möchtest du erlauben, dass dein rechtes Knie streckt. Das hilft dir, dein Becken zu öffnen. Das hilft dir auch, dein Becken rechts höher zu bekommen, ja, weil du musst ja später dann auf die linke Seite hineinfallen, ja, wie wir besprochen haben, den Druck links verlagern. Und wenn du das Becken zu flach drehst, sprich den Knieflex behalten hast, dann wirst du Probleme haben, den Druck in die linke Seite zu bekommen. Das heißt, die Übung müsste dann so ausschauen, dass du dann hier wegschwingst, nur die ersten, ja, 30, 40 cm und schaust, dass du schon in einem guten Rhythmus, also nicht aggressiv, ja, sondern einfach nur angenehm, das rechte Knie beginnst zu strecken. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich glaube, dass du das jetzt stundenlang üben musst. Ich glaube, dass es mehr etwas ist, wo du eher kontrollieren solltest, machst du das überhaupt? Beziehungsweise, wenn du es nicht machst, dass du das einfach lernst zuzulassen. Das ist etwas komisch, wenn man das nicht kennt. Ich habe das ja selber jahrelang versucht, nicht so zu machen, und kann jetzt aus eigener Warte sagen, es hat am Anfang sehr, sehr komisch für mich, aber ich muss sagen, wenn ich es nicht machen würde heute, würde mir wirklich was fehlen. Es ist eine ganz, eine tolle Sache, das Knie strecken zu lassen, und stellst dich mal hin eben als erste Übung und erlaubst, das rechte Knie zu strecken. Kannst du mal ein bisschen herschwingen, bis der linke Arm, ja, so parallel zum Boden ist. Da möchtest du auf alle Fälle das rechte Knie noch gestreckt haben oder etwas gestreckt haben. Schauen wir uns gleich noch das linke Knie an, weil das zur Übung dazugehört. Das linke Knie ist ja 20, 25 Grad gebeugt auch, ja, und das wird, während du aufschwingst, wird es verdoppelt. Also du wirst von 25 auf 50 Grad oder von 20 auf 40 Grad. Jedenfalls ist meistens verdoppeln die Profigolfer den Flex des linken Knies, sprich sie beugen es. Das heißt, du hast ein Knie, das streckt, das andere, das beugt. Und das werden wir jetzt einfach jetzt noch einmal üben. Einfach nur mit kleinen Schwingen, kleinen Aufschwingen. Rechts strecken, links beugen. Rechts strecken, links beugen. Das ist auch sehr gut, zum Beispiel, wenn du einen Spiegel hättest und dir selber zuschaust dabei. Rechts strecken, links beugen. Dann kannst du ein bisschen herschwingen, wieder, bis der Arm parallel zum Boden ist. Und wenn du dann in den Spiegel schauen würdest, wirst du hier sehen, dass da hier ein bisschen Luft zwischen deinen Füßen ist. Und das ist eine sehr, sehr effiziente Methode,
die quasi alle oder fast alle Profigolfer zumindest verwenden in ihren Schwung, dass sie links das Knie flexen und rechts strecken. Und wenn du das nicht machst in deinem Golfschwung, dann bitte unbedingt anfangen damit und das trainieren. So, sprechen wir jetzt über den zweiten Teil des Aufschwungs bzw. den frühen Abschwung, was wir da mit den Knie machen, speziell mit dem rechten. Und zwar, wenn du jetzt hier bist, in der Aufschwung, mitten in der Aufschwung hier, das rechte Knie ist gestreckt oder etwas gestreckt, ja, da möchtest du jetzt in den Übergang kommen, auf die Art und Weise, dass du das Knie wieder zurückbeugst in den Originalflex, so wie du es am Start warst. Das heißt, die Übung schaut dann so aus, rechts strecken, links beugen, Originalflex. Das heißt, wenn ich hier beim linken Arm parallel zum Boden bin im Abschwung, bin ich wieder bereits in dem Flex, zumindest in dem ich im Setup hatte. So, nachdem wir jetzt von den Knieflexes gesprochen haben, sollten wir uns jetzt noch ein paar kleine Details der Beinarbeit noch genauer ansehen. Und zwar geht es jetzt wieder um die Knie oder eigentlich um die Hüften, ja, weil die Hüften können ja einwärts drehen, sie können auswärts drehen, ja, also das, wenn ich jetzt sage, das Knie geht rein, heißt es nicht unbedingt, dass das Knie reingeht per se, sondern es ist dann oft eine Hüftrotation, nur dass du es verstehst, ja. Aber halten wir es doch mal simpel am Anfang. Und zwar, wir haben ja gesagt, das linke Knie beugt, das rechte streckt im frühen Aufschwung. Und es ist auch nicht untypisch, oder das ist etwas, wo ich sage sogar, das ist etwas sehr Wesentliches, dass das Knie ein wenig auch Richtung Ball geht, das heißt also etwas hinein. Ich sage immer ganz gerne, es geht hinein. Ja? Das wäre hinaus, ja, und das wäre hinein. Im Prinzip ist es ja eine leichte Rotation einwärts hier mit der Hüfte, wenn Sie es genau haben willst, technisch, aber es ist im Prinzip nichts anderes, als das Knie ein wenig hier hineingeht. Es muss nicht viel sein. Und ich möchte, dass du jetzt, wenn du das Gefühl hast von diesen Strecken und Beugen der Knie, dass du jetzt auch beginnst, der Knie ein wenig da hineingehen zu lassen, also Richtung Ball. Ja? Das ist die das Gefühl, es muss nicht viel sein, du wirst eh merken, es gibt eine Komfortgrenze bei dir, wo du sagst, das ist angenehm und nicht mehr weiter. Und ja, das schaut dann so aus. Und da ist es jetzt überhaupt kein Fehler, im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es ist ein Nachteil, wenn du es nicht tust. Wenn du deine linke Ferse nicht hebst, ist das ein Nachteil. Ich würde sie unbedingt ein wenig heben lassen. Das heißt, wenn du jetzt hier stehst, dann schwingst du weg, Knie geht hinein, erlaubst die linke Ferse etwas raufkommen zu lassen. Ja, das muss jetzt nicht so ausschauen, dass du komplett übertrieben das machst, aber ich will ruhig, dass die Ferse vielleicht einen Zentimeter oder so hinaufgeht, während das Knie hineingeht hier. Also, das heißt, rechte Knie streckt, linke gebeugt, Knie geht ein wenig hinein, die Ferse geht ein wenig in die Luft. Ja, und das wäre jetzt etwas, wo es sich sehr, sehr gerne sehen möchte bei dir im Aufschwung, vor allem dann gemeinsam mit diesen Druckverteilungen von den anderen Übungen, wo du dann eine gute dynamische Position bekommst gleich für den frühen Aufschwung, wo du in ein gutes Momentum reinkommst für den Schwung. Jetzt, wo du verstanden hast, dass das Knie hineingeht, musst du jetzt auch verstehen, dass es im frühen Abschwung sicher Sinn macht, dass es auch wieder hinausgeht. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Knie hineingehst und du bleibst es drinnen, da muss ich schon sagen, wir haben viele Hobby-Golfer haben schon Probleme, eine ordentliche Drehung zu starten, und man sieht es auch nicht wirklich bei den Profigolfern. Es gibt zwar ein paar, die ja ein klein wenig da drin bleiben noch in dieser Hineinposition, aber in der Regel würde ich sagen, ist das keine sehr gute Position, um den Abschwung zu starten. Es soll ja nur quasi ein Schwung holen sein, das Hineingehen, damit man eben das Becken besser drehen kann, damit man ein Momentum hat, dann wieder hier herauszukommen. Das heißt, was ich jetzt möchte, ist, dass du dir vorstellst, du gehst jetzt hinein im Knie und dann wieder hinaus, hinein, hinaus. Das heißt, du schwingst hier auf, hinein, kannst ruhig den Schläger mal hier oben lassen, konzentrierst dich nur auf das Knie und gehst hinaus, hinein, hinaus, hinein, hinaus, hinein, hinaus. Also das ist eine Idee, die du dir unbedingt anschauen solltest. Du hast eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das in deinem Schwung nicht machst. Ich sehe das eigentlich sehr, sehr selten bei Hobbygolfern, dass sie das machen. Und kannst auch selber ruhig vom Spiegel anschauen. Du sagst, aha, hinein, hinaus. Okay, das wäre der linke Fuß. Also ganz tolle Sache zum Trainieren, damit man deine Unterkörperrotation fördert. Die nächste Sache ist der rechte Fuß. Den möchte ich auch kurz besprechen. Und zwar noch einmal, kannst eine Auswärtsrotation machen und kannst eine Einwärtsrotation machen. Auch mit dem rechten Fuß. Ja. Und es ist ja so, wenn du jetzt aufschwingst,
das rechte Knie streckt, ja, da mache ich ja technisch gesehen eine leichte Einwärtsrotation. Ja. Und wenn du jetzt im Abschwung bist und du gehst jetzt von hier darüber mit dem linken Knie hinein hinaus, da bewegt sich ja quasi die Gürtelschnalle weg von dem rechten Oberschenkel, sprich technisch gesehen bewegst du dich in diese Position eigentlich, in eine Auswärtsrotation. Das ist keine bewusste Auswärtsrotation, es ist nur deswegen technisch gesehen eine Auswärtsrotation, weil das Becken, die Gürtelschnalle sich in diese Richtung bewegt hier. Wenn du das vorstellst, das ist da, da hat sich die Gürtelschnalle hier von dem rechten Oberschenkel entfernt. Ja. Und das ist etwas Wichtiges in meinen Augen, weil da viele das Bild haben im Kopf, dass sie jetzt beginnen müssen, im frühen Abschwung die Hüften zu feuern, also quasi in diese Richtung. Ja. Und das Problem ist, wenn man so in diese Richtung losfeuert, dass man komplett den Körper verliert, also die Rotation verliert, den Druck mit dem Boden verliert. Es kommen da wirklich einige Probleme zustande, die man nicht haben möchte. Und wenn man das verstanden hat, dass man im Prinzip, wenn man hier ist, das rechte linke Knie rein erlaubt hat und dann raus und man bleibt hier und versucht noch nicht wegzudrücken, ja, dann bekommt man eine sehr, sehr gute Rotation, wo man hier eine Außenrotation auch rechts bekommt, ohne dass sie aktiv ist. Es ist eine passive Außenrotation. Hinein, hinaus und jetzt bin ich hier. Und jetzt kannst du dir wunderschön in einen Spiegel anschauen, ob das, was du jetzt hier hast im frühen Abschwung, also ich mach's nochmal, ob das jetzt ausschaut wie ein Haus. Schau, hier ist ein Haus. Hier, 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 das ist ein Haus. Das Grund, die Grundrisse eines Hauses. Und das ist für mich so ein kleines Zeichen, wenn man das schafft, im frühen Abschwung, also ungefähr hier, ein Haus zu bauen, dann ist das eine sehr gute Sache. Was ich nicht sehen möchte, ist irgendwas, das so aussieht, ja, oder so aussieht, so in die Richtung. Also bau dir ein kleines Haus hier. Wenn du das Haus gebaut hast, bist du jetzt circa mit dem linken Arm, ja, circa hier bei ein bisschen unterhalb von parallel zum Boden. Ich habe ein bisschen mehr Druck am linken Fuß. Hier Richtung Fußballen, der Druck ist rechts mehr unter den Schuhbändern noch. Ja. Bin leicht links. Ja. Und wenn man das vom Spiegel sich anschaut, hinein, hinaus, Haus, ja, reimt sich hinein, hinaus, Haus, hinein, hinein, Haus, dann kannst du hierher schwingen und wirst ein sehr gutes Körperrotationsgefühl bekommen. Und das ist etwas, was du auf keinen Fall am Golfplatz denken willst, wenn du spielst. Deswegen im Winter eine gute Sache, daran an dieser Beinarbeit zu arbeiten. Die Beinarbeit ist auch ein Riesenthema beim Driven und passend dazu würde ich dich bitten, dass du dieses Video hier anschaust. Da kannst du ein paar Meter für die neue Saison abholen.